Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator. Jawohl, wie ihr sehen könnt, sitze ich da oben in meiner Kanzel drin. Ich habe hier schon mal den großen Turmdrehkran am Start gebracht. Und ja, wir sollen... Warte mal, wo ist die Laufkatze? Da. Wir sollen hier die Holzpaletten und die Bewährungsgitter darüber transportieren. Bewährungsgitter habe ich schon geholt, also wir müssen so viele Sachen kaufen. Wir müssen so viele Sachen kaufen, das ist echt nicht feierlich, was da alles an den Start kommen muss. Also ich habe jetzt erstmal nur mal 7-mal Bewährungsgitter geholt, weil die brauchen wir insgesamt. Und die Holzpaletten. Den Rest habe ich jetzt erstmal da gelassen, weil da waren noch 16 Mal, glaube ich, Dachelemente oder irgendwie so. Also das war eine ewig lange Liste, was da alles eingekauft werden sollte. Oh, Vorsicht, halt, zurück. Jawohl. Und von daher, wow. Da müssen wir mal schauen. Das holen wir uns jetzt nach und nach ran. Und deswegen würde ich sagen, geht's hier weiter. Ich bin auch hingegangen, vor der letzten Folge habe ich das schon gemacht. Und zwar habe ich zwei Fertigkeitspunkte nochmal in Turmdreh, also hier Kranendrehgeschwindigkeit und was war das andere? Noch irgendwas gesetzt. Ich glaube in Betonviskosität. Damit wir da auch mal ein kleines bisschen vorwärts kommen. Zack. Mehr Punkte hatte ich leider nicht. Müssen wir dann nochmal schauen. Und was wir ja auf jeden Fall machen könnten. Uppala, Vorsicht. Wir brauchen ja noch Fahrzeuge, ne? Und ich würde fast behaupten, wir können uns. Das müssen wir aber gleich mal schauen. Wir sind da schon wieder auf eine Katze getreten. Uns eventuell mal eine Betonpumpe holen. Ich denke mal, das sollte passen. Von daher, ne? Immer rein da. So. Wenn die Kohle passt, ne? Also 1 Million brauchen wir ja so oder so. Wir kriegen ja für den Auftrag hier richtig viel Geld. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Wir sind bei... ich meine, 32% wäre es gewesen. Also sprich, wir müssen noch 17 Mal an der, Baustelle, würde ich schon sagen, an der Tankstelle tanken und reparieren, damit wir da die 25 voll haben. Ja, dauert dann auch noch ein bisschen, ne, bis wir da mal dann den Fortschritt an den Start kriegen. Aber sollte alles kein Problem sein. So, jawohl. Okay, ich würde sagen, es ruckelt gerade ein wenig. Oh, was ruckelt das jetzt hier? Okay, alles klar. So, Plattenfundament gießen. Oha. Oha. Okay, warte mal. Uiuiui. Uiuiui, tiffi, tiffi, tiffi. Da müssen wir mal von allen Seiten ran, wa? Okay, schauen wir mal. Ja, die hier ist schon fertig gegossen, okay. Ja, dann würde ich sagen, rein in den... Warte mal, wir haben ja noch... Nee, halt, stopp. Wir haben ja noch keine Pumpe gekauft, ne? Oder? Oh doch, wir haben schon eine. Wir haben schon eine gekauft, ja geil. Ja, umso besser, ne? Würde ich sagen, auslagern den Laden. Und den lagern wir auch aus. Sehr schön. Ja, das läuft doch. Dann würde ich sagen, hole ich die Fahrzeuge doch mal hier rüber, oder? So, okay. Jetzt sind wir schon mal mit der Betonpumpe hier am Start. Dann würde ich fast behaupten, wir machen erstmal Licht an. Weil dunkel. Und dann schauen wir mal, ob wir die hier irgendwie platziert bekommen, so dass es passt. Ah, könnte sich ein bisschen als schwierig erweisen, weil der hat ja echt einen riesen Ausleger. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Ja, da hinten wird es nicht gehen, ne? Ja, habe ich mir fast gedacht. Okay. Ja, müssen wir ein bisschen anders positionieren. So, vielleicht. Könnte das hinhauen. Ah, jetzt hat schön den Weg. Ah, ne, es passt. Sehr gut. Okay, alles klar. So, machen wir hier mal hoch. Dann den Deckel auf. Und dann würde ich sagen, hole ich mal den Betonmischer.
So, und da sind wir auch schon mit der Betonpumpe. So, jetzt machen wir hier auch nochmal Licht an und füllen das Ding hier mal auf. Jawohl. Sehr gut. So, jetzt müssen wir wohin? Na, ich sehe nichts. Wo steht denn unsere Pumpe? Ja, natürlich auf der anderen Seite. Wer hätte das kommen sehen? Dann einmal hier rum. So, fahren wir mal darüber. Gibt es hier eigentlich ein goldenes Hämmerchen? Habe ich noch gar nicht geschaut. Nee, sieht nicht danach aus. Ich sehe zumindest keins. Egal. So, dann wollen wir uns hier mal platzieren. Nein. So. Einmal darüber, jawohl. Warte mal, fahr mal aus dem Laden hier. So, reicht das? Sollte gehen. Jawohl, funktioniert. Und rein in die Pumpe. Ah, warte mal, jetzt komme ich ja gar nicht hier ran, ne? Halt, stopp, ich muss hier einmal außen rum. Sonst komme ich nicht in meinen LKW rein. Das ist ein bisschen blöd mit den Füßen, ne, wenn die so stehen. Naja gut, egal. So, rauf damit. Und einmal drehen. Oh ne, halt, ich hänge. Wo hänge ich noch fest? Ah, an der Laterne. Oh, kann man das so drehen jetzt? Naja, aber das sieht doch schon besser aus. Und jetzt ausfahren. Ah, warte mal. Kamera. So. Und nu? Ab dafür. Okay. Füll mal rein da. Oh, halt, stopp. Bisschen hoch. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie weit wir hier kommen. Mit dem Arm, oh, wir kommen sogar bis auf die andere Seite, wie es aussieht, wa? Oh, das ist natürlich nicht verkehrt. Ja, kommen wir mal ein bisschen weiter runter, jawohl. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Kommen wir noch bis da hinten in die Ecke, das wäre geil. Dann brauchen wir uns gar nicht umzupositionieren, das wäre da richtig der Hit. Oh, Vorsicht. Na komm. Steuerung. Alter, das ist so schwer zu steuern, das Teil, ne? Das ist echt eine Hölle. Aber so geht's auch. Jetzt nehmen wir erstmal so die weiteste. Den weitesten Weg, den wir kriegen können hier. So, oh, Vorsicht. Oh Gott. Okay, und schon ist das Ding leer. Moin. Hier werden wir richtig, richtig viel Beton brauchen, ne? Das wird richtig übel. So, füllen wir einmal wieder auf. Und Feuer frei wieder hier, jawohl. Was haben wir denn geschafft? Ja, knappe 40%. Ja, ist okay, ne? Kann man mit arbeiten. Na komm, steig ein. Jawohl. So. Und wieder Vollgas. Und warte mal, ich hätte gerne. Genau, so die Kamera. Und immer Vollgas da rein. Das ganze gute Zeug. Jawohl, 50% haben wir. Also die Steuerung von dem Ausleger hier, ne, boah, die nervt mich richtig hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Die finde ich überhaupt nicht gut. Vor allem, warum ist der hier immer so. Also egal. Wir kriegen es trotzdem ja hin, ne? Das mein. Wir kennen es ja mittlerweile.
Ihr hattet mir auch schon mal in die Kommentare. Schon wieder leer. Wow. Ihr hattet mir ja auch schon mal in die Kommentare geschrieben, dass ihr teilweise die Steuerung auch nicht so gerade feiert. Ja, ist halt natürlich klar, ne? Wahrscheinlich auch nicht einfach, das so hinzukriegen. Aber. Ja. Also gerade bei der Betonpumpe hier. Kritisch. Ganz kritisch. So, warte mal. Kann ich hier eigentlich irgendwann ein schönes Screenshot drin machen oder so? Na, ist alles zu dunkel, ne? Ich kann nichts. Egal. Machen wir einen im Hellen. So, wo sind wir? 85%. Ah, wenigstens müssen wir das hier nicht komplett alles ausfüllen. Das ist ja schon mal was. Ah, komm, die letzten 4, 2, 1 und jawohl, sehr schön. So, mach mal zu. Juhu, wir sind im Spielerlevel aufgestiegen. Jawohl, Palette, was? Wir brauchen 6 Paletten Betonschalungen und eine Bewährungsgitter. Bewährungsgitter haben wir schon da. Die Betonpumpe lasse ich jetzt einfach erstmal hier stehen. Die werden wir wahrscheinlich noch mal brauchen. Würde ich jetzt mal fast so behaupten. Ne, warte mal, wir holen. Was war das? Betonverschalung. Die holen wir jetzt mal eben. Also, beziehungsweise lassen wir uns eben liefern. So, wo haben wir sie denn? Betonverschalung. Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die brauchen wir. Ist die Frage, was kriegen wir denn da noch? Hier, komm, die kriegen wir bestimmt auch noch da rein. Und dann könnte es schon, glaube ich, eng werden vom Platz. Ich bin mir nicht sicher, aber egal. Zack, einmal anliefern. Wo ist mein Kran? Nein. Ah, und schon wieder am Speichern. Danke. Er speichert auch ziemlich oft, ne? Das ist auch echt krass. Egal. So. Und da sitzen wir wieder hier. Dann wollen wir hier mal rüberfahren. So, einmal Bewährungsgitter. Die haben wir hier vorne. Warte mal, ich sehe nichts. Und 6 mal von denen. Wir machen erstmal, würde ich behaupten, Bewährungsgitter. Dann haben wir die schon mal weg. Warte mal, ich muss mal irgendwie. Wie steht der Kran? Der steht so. Ja, so dürfte es gehen. Und einmal hier rüber. Ah ja, okay, ich sehe schon. Uiuiui, da werden wir wahrscheinlich viele, viele, viele Wände gießen müssen. Uiuiuiui. Das wird lustig. Da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass wir dann vielleicht nochmal die Betonpumpe umparken müssen. Naja, gut, werden wir gleich rausfinden. Halt, stopp. Einmal zurück. Na komm, Wanda, jawohl. Einmal rüber. Das sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt. Jawohl. Nummer 1. Oh, da werden so viele Wände gesetzt und die wir mit Beton ausfüllen müssen. Das wird echt. Ja, anders lustig. Naja, gut, okay, ne, gehört ja dazu. Zack. Und rauf damit. Ja, wahrscheinlich wird auch der Rest da, den wir brauchen, auch noch da in dieses Feld da reinpassen. Hätten wir direkt dann alles mitkaufen können, aber gut, ist jetzt egal. Wir kaufen uns das nach und nach. So. Normalerweise würde ich die Sachen auch holen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so fürs. Ah ne, halt, Quatsch, die brauche ich ja gar nicht. Fürs Let's Play ist es dann doch um einiges entspannter, wenn ich mir die Sachen liefern lasse. Bevor wir dann immer da hin und her reisen, das dann einkaufen. Dann mache ich eh eine Schnellreise, also ist eh Jacke wie Hose dann. Dann kann ich mir auch direkt liefern lassen. Und ich meine, wir haben die Option, es liefern zu lassen, ne? Also.
Wäre ja sonst sinnlos. Die Option gab es im alten Teil nicht, ne? Nee, da mussten wir immer losfahren und mussten die immer holen. Na ja, gut, da war... Na ja, gut, so viel kleiner war die Map jetzt auch nicht, ne? Jawohl. Wie ist denn der Stand der Dinge bei euch? Also ich hatte es ja schon mal gefragt und da hattet ihr mir ja schon mal geschrieben, so von wegen, ja, hier und da immer noch Probleme. Echt ärgerlich, ne? Also ich hoffe mal, dass die da jetzt nach und nach immer weiter damit klarkommen. Dass wir das dann nochmal in die Hand nehmen, oder beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass wir es in die Hand nehmen und daran arbeiten natürlich. Ich meine, einige Sachen sind ja schon verbessert worden, so ist es ja nicht, ne? So, und einmal das letzte Päckchen hier. Ja, komm ran hier, jawohl. Und dann haben wir das auch. Ja, komm, dreh dich. Das schwingt doch nicht mehr so krass, ne? Kann das sein? Also gefühlt schwingt das nicht mehr so heftig. Finde ich eigentlich ganz gut. Ui, Alter. Okay, die Pfeiler hier, die sind schon mal alle gegossen. Aber mein lieber Herr Gesangsverein, da blieb Mr. Singing Club. Was wir hier noch an Wänden gießen müssen. Autsch. Das ist heftig. Da ist einiges am Start. Ich weiß, ich könnte auch direkt in die Betonpumpe einsteigen, aber hey. Wer will das schon? So, warte mal. Ich mach mal hinten die Klappe hier wieder auf. So, machen wir hoch hier. Nein. Hallo? Och, jetzt steht der Betonmischer zu nah dran, oder was? Denn scheiß Ernst? Komm jetzt, ey. Tatsache, ey. Okay. Na raus. Wie unnötig. Brauchen wir unsere Planierraupe hier eigentlich noch? Wahrscheinlich nicht, ne? So, warte mal, das hier, so, Deckel auf, jetzt muss man wieder da rein. Ja, das ist das Blöde, ne, dass man halt immer hin und her rennen muss. Aber gut, egal. So, hier ist noch die Hälfte drin, das passt. So, zeig mal her. Ja, sollte gehen. Und, Feuer frei. Ja, wir haben ja schon mal einen Auftrag gehabt, wo wir jede Menge Beton gießen mussten, aber das hier ist schon anders viel. So. Ah, Kamera nervt mich. So. Und ran da. Okay, jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir schön da drüber kommen. Jawohl, so, und Feuer frei, rein damit. Ja, sieht gut aus. Ja. Das ist echt nicht einfach, ne? Oh, komm, echt jetzt? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich brauche jemanden, der sich hier in den LKW setzt und einfach mal nur nachpumpt. Zack. Ah, nee, halt. Kann man da nicht einen NPC für einstellen? Wofür gibt es denn NPCs? Der einfach nur immer Beton nachkauft und immer wieder die Maschine anschmeißt. Das wäre mega nice. So, warte mal. Ich sehe nichts, ne? So. Okay, jetzt aber hier. Rein damit. Warum werden die Dinger mal so rot? Aber wahrscheinlich, weil es Tag wird. Dann fangen die an zu leuchten oder sowas. Na ja, komm, hier hinten noch ein bisschen. Ja, mach voll. Sehr schön.
Voll die Friemelsarbeit. Ja, komm. Jawohl, sehr schön. Warte mal, wir gehen. Wow, sorry. Wir gehen mal nach hier vorne. Oh, noch voll. Oh, und schon wieder leer. Oh Mann, ey, das geht so schnell. Alter, guck mal, wie viel das noch ist. Wie oft soll ich denn da noch nachkaufen? Jetzt mal im Ernst. Mann, geh doch mal da durch. Das ist ja richtig nervig. Es gibt echt Aufgaben, die sind wow. Wenn ich jedes Mal dafür aussteigen müsste und hin und her rennen müsste, wäre es ja okay, ne? Aber so? Oh, Feuer frei hier. Warte mal, kann ich jetzt hier mal einen vernünftigen Screenshot machen? Auch nicht, weil die Sonne blendet. Na, tolle Wurst. Ja, dann halt nicht. Dann muss ich halt nachher ausspielen, irgendwie mal mehr was machen. Ja, komm, füll da rein. Warte mal, hier vorne muss auch noch was rein. Ja, genau, so, zack. Und wir sind gerade mal bei 47%, ne? Wow. Ah, ah, ich sehe nichts. Ja, so wird ein Schuh draus. Oder auch eine Wand, je nachdem. Na komm. Ja, füll, füll, füll. Okay, er will nicht ganz, aber egal. Und schon wieder leer. Wow. Wenn ich den gelben Balken im Augenwinkel da so aus dem ins Nichts schießen sehe, ne? Und das kostet halt auch immer so viel, ne? Juhu, wir sind ein Meilenstein-Level aufgestiegen. Zumindest etwas. Oh, ich habe einen Meilenstein vollständig abgeschlossen. Okay, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Was haben wir da geschafft? Meilensteine, das wäre Fortschritt, richtig? Okay, aber welchen? I don't know. Ah ne, hier, Meilensteine. Hey, Taxi! Was? Das Schnellreisen ist... Achso, ne, das haben wir schon, warte mal. Ah, hier, Beton! Ein unerlässlicher Werkstoff für den Hoch- und Tiefbau. Je mehr du davon kaufst, desto höher dein Rabatt beim Einkaufen von Beton. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ja, sehr schön. Haben wir wenigstens das noch geschafft, ne? Das läuft doch. Da sehe ich uns. Halt. So. Warte mal, ich komme da gar nicht ran, ne? 76%. Jawohl, 86%. Oh, jetzt wird's interessant. Na komm. Und schon wieder leer. Ey, ganz ehrlich, das ist echt nervig. Warte mal, wie ging das früher nochmal? Man musste doch... Warte mal, mit dem Construction Tool. Und dann konnte ich doch irgendwie... Warte mal, wie kann ich denn... Ja, Baumaschine ist leer, ich hab's verstanden, danke. Wie kann ich denn hier... Oh ne, halt, stopp, das will ich nicht. So, kann ich irgendwie die Baumaschine da hinten auswählen? Damit nicht, damit auch nicht. Hiermit auch nicht. Ah, warte mal. Gießen an aus. Was steht da? Betonaufnahme öffnen, schließen. Ne, das ist auch nicht. Da kann ich auch nicht rein. Ach Mann, ey. Ohne Steuerkreuz kann ich auch nichts machen. Ey, das ist so dumm, ne? Ernsthaft?
Also wenn einer von euch da irgendwie mal das rausgefunden hat oder ob das irgendwie geht oder nicht geht, unbedingt mal in die Kommentare schreiben, weil also im alten Teil war es so, da konnte ich ja mit, was waren das? Ich glaube mit R1 und L1 konnte ich ja dann die diversen Maschinen dann auswählen, wenn ich im Construction-Modus war. Warum geht das hier nicht? Man weiß es nicht. Egal. Macht jetzt auch nichts, wir sind jetzt gleich fertig. Ja, komm. Ja, komm. Ja. Ach komm, jetzt echt? Pumpt er jetzt mal den letzten Prozent da rein. Jawohl, endlich. Mann. Juhu! Okay, jetzt machen wir erstmal hier. Was haben wir jetzt? Bewährungs... Alter Schwede. Baumaterialien liefern. Aha. So, okay. Den lassen wir jetzt mal erstmal hier zusammen. Ja gut, das können wir uns alles liefern lassen. Ist kein Problem. Würde ich sagen. Ja, machen wir aber dann erst wieder in der nächsten Folge. Der Auftrag, der wird hier auch safe was länger dauern. Warte mal, ich mache mal hier die Pumpe aus, damit das hier nicht die ganze Zeit rumwirft. So. Und ja, dann schauen wir mal, wie wir hier weiter verfahren werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren, natürlich gerne kostenlos abonnieren. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was wir hier noch alles machen müssen. Bis dahin und ciao, ciao.